Einen wunderschönen guten Tag zurück auf der Losberg im Forst nach wie vor und ja, hier beim Bäume zusammenschieben noch so ein bisschen, beziehungsweise zusammenräumen, das was wir jetzt zusammengeschnitten haben. Das dürfte eigentlich auch eine ganz gute Ladung vom Steper werden. So, wenn ich das Pi mal Daumen überschlag, dürfte das ziemlich genau ein Hänger dann sein, beziehungsweise sogar ein bisschen mehr. Werd mal hoffentlich in der Folge schaffen. Ich fahre jetzt auf jeden Fall das alles, was wir hier geschnitten haben, mal zusammen. Und ja, dann schauen wir mal, wie meine Granfahr-Skills wieder sind. Das wird spannend, kann ich euch gleich sagen. Ich bin nämlich schon ewig lang jetzt wieder nicht mehr im Steper gesessen, beziehungsweise allgemein in einem Fahrzeug mit Gransteuerung. Und ja, das ist immer so am Anfang sehr, sehr hakelig, bis man da mal wieder drinnen ist. Aber ich glaube, wird trotzdem ganz lustig. Zumindest für euch wahrscheinlich beim Zuschauen. Für mich nicht so. Mich kostet das wieder einige Nerven dann, dass ich das Ganze hier ordentlich hinkriege. So, ups. Ja, mittlerweile geht es eigentlich auch mit dem Reden derweil. Beim Forstprojekt hat man immer gemerkt, wenn ich sehr, sehr konzentriert war, dann habe ich fast nichts mehr gesagt. Oder sehr wenig zumindest. Das versuche ich jetzt zu vermeiden hier. Achso, Baumstumpf. Jetzt habe ich gerade gedacht, ich stehe am Steper an. Aber der ist hoffentlich noch weit genug weg von uns. Nachdem ich... Achso, ich habe ja da oben auch noch die kleinen Spiegel. Mensch, die habe ich schon wieder total vergessen. Bin total auf meinen Frontlader hier gerade fixiert, dass der auch das macht, was ich will und nicht irgendwas. Ja, genau. Und vor allem dann noch die richtige Bewegung von den Sticks und dann geht das Ganze auch relativ gut. Ich habe mir die ganze Frontladersteuerung auf einen der Joysticks gelegt. Also das heißt, der rechte Joystick ist für die komplette Frontladersteuerung zuständig, dass ich quasi linke Hand lenken kann und rechte Hand dann eben den Joystick bediene. Ansonsten wäre das sehr, 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 sehr umständlich, bei zwei Joysticks noch verschiedene Steuerungen auf den linken Joystick zu legen, weil dann muss man dauernd umgreifen und das ist natürlich vom Gameplay her total behämmert, beziehungsweise auch alles andere als intuitiv. Kriege ich die jetzt echt nicht rein oder was? Doch, sind noch drin. Geht doch. Ui, da wird er leicht auf der Hinterachse. Sehr gut. Ja, ich muss. Ja, vielleicht sollten wir uns dann noch die Stumpffräse holen, dass wir hier den Mist auch wegräumen können. Das wäre natürlich wahrscheinlich keine schlechte Investition. Sonst hupfe ich hier in einer Tour über die Baumstümpfe und irgendwann nervt es mich selber. Vor allem, wenn ich hängen bleibe. Das ist dann immer sehr ärgerlich. Sind Gott sei Dank so kurz es nur geht. Von dem her lasse ich es mir gerade noch eingehen. Hey, so, was ist denn da los? Das ist ein Goldnugget. Tja, muss ich doch mal suchen anfangen. Sie fix. Ich war mir nämlich echt nicht sicher, ob sie überhaupt verbaut sind. Oder verteilt sind in dem Fall. Aber anscheinend gibt es die Goldnuggets hier doch. Muss ich echt mal gucken. Weil, ja, so eine finanzielle Spritze auch hier im Singleplayer wäre natürlich ganz cool. Vor allem, wenn wir dann doch mal wieder hierher wechseln, hätten wir dann doch ein bisschen was, was wir uns leisten können. So ein paar Felder oder ein Drescher oder so. Ups. Ja, würden mir schon ein paar so Dummheiten einfallen, was ich damit mit dem Erlös aus den Goldnuggets mir leisten würde. Wow, shit. Okay. Jetzt zerlege ich mir gerade selber hier den Haufen. Ja, geht noch. Geht gerade noch so. Ist eh besser, wenn die ein bisschen zerstreut drin liegen, weil dann kommt man auch mit der Zange vom Steper sauber rein. Wenn die extrem ordentlich drin liegen, hat man riesige Probleme mit dem Steper,
die Bäume aufzusammeln. Das weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber die Zange ist einfach zu schwach. Ja, genau, die Zange ist zu schwach und wenn man gegen Bäume fährt, ist es noch schlechter. Ja, die hat im Endeffekt ja keine Kraft auf den Zangen und somit, ja, kann man da nicht wirklich zwischen die Bäume reindrücken, dass man wirklich nur einen sich rauszieht, so wie es im Real Life ist, dass man mal schnell einfach mit der Zange einen Baum ein bisschen auf die Seite lupft. Das geht halt im LS eigentlich so gut wie gar nicht. Da muss man schon ordentlich arbeiten, dass man in den Haufen dann reinkommt. So, perfekt. Der erste Haufen. Schiebt mal das Ganze hier mal noch ein bisschen auf. Okay, bringt nichts. Der eine will nicht. Dann schiebt man so. So, dann fahren wir das Gerät mal hier auf die Seite und packen den erstmal. So. Ach, Mist, falsch. Falsche Adresse. Hier muss ich rein. Hey, yeah. So, wie war das jetzt wieder hier mit dem Kran? Ich glaube, der ist eher ein bisschen links davon, ist die Kamera. Weil ich fahre gerade solche Geschichten eigentlich gerne auf dem Steuerstand, den es auf den Krangeräten gibt. Also das heißt in dem Fall auch dann in Innenperspektive sozusagen das Ganze. Und ja, das werde ich jetzt auch hier machen. So, einmal Gruppe wechseln. Genau, so rum war es. Einmal Füße raus. Ups, nicht ganz so hoch. Na, komm, runter. So, genau. Und dann haben wir das Ganze hier. So, schauen wir mal, ob der soweit funktioniert, wie er soll. Scheint so. Bis auf die Drehung vom Greifer passt eigentlich alles. Okay. Ja, genau. Die Drehung vom Greifer passt nicht, weil die habe ich bis jetzt immer genau andersrum gehabt. Jetzt ist sie gerade auf dem rechten Joystick und ich habe die auf dem linken gehabt, weil ich da nicht so viel rumdrehe wie am rechten. Der rechte war eben zum Drehen der Gabel. Und das war irgendwie angenehmer. Muss ich dann doch nochmal umstellen. Aber jetzt für die Handvoll Baumstämme sollte es eigentlich reichen. Und dann auch, ja, funktionieren. Genau, das ist das, wenn man was gewohnt ist und dann stellt man das um. Okay, aber sonst passen alle. Rechter Joystick funktioniert soweit auch. Das ist sehr gut. Nur eben das Greifen und Loslassen von den Baumstämmen passt nicht. Aber gut. Ja, wie gesagt, da muss ich mich jetzt derweil mal umgewöhnen. Ja. Und dann kriegen wir auch das hin. So, und jetzt habt ihr es gerade gesehen, das ist eben das, was ich meine, wenn die Baumstämme hier zu kompakt liegen, dann rutscht die Gabel einfach drüber. Und das ist dann sehr, sehr ärgerlich. Eine andere Richtung. Ja. Ich habe halt keinen Bock, dass mir jetzt dann gleich der Baumstamm wieder rausfällt. Das ist eben das große Problem. Ja. Vor allem, wenn man es dann auch noch falsch rum macht. Ja, wie gesagt, also da ist jetzt erstmal wieder so ein bisschen reinkommen angesagt in die ganze Geschichte. Und ja, nach ein paar Ladungen Baumstämme geht's dann. Dann läuft es eigentlich wieder wie geschnitten Brot hier mit dem Laden. Wie gesagt, im besten Fall nimmt er nämlich dann auch mehr auf als nur einen Baumstamm. Ja, der Steper wird auch hier drauf bleiben. Das gleich mal so vorneweg. Ich werde dann noch das Upgrade zum Ballen sammeln.
dazu kaufen. Das kostet irgendwie 1000 Euro, glaube ich, der Umbausatz. Und dann kann man nämlich hier auch Rundballen sammeln. Dann haben wir nämlich das auch weg. Ich fahre mittlerweile eh Ballen immer gerne zusammen am Feldrand und lade die dann sowieso von dem Platz aus. Das ist irgendwie angenehmer, als wenn man auf dem ganzen Feld rumfahren muss. Auch wenn es ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt beim Sammeln, weil ich halt doch immer wieder zum Feldrand fahren muss, dann wieder zurück in die Spur. Aber ich finde es einfach dann beim Sammeln weit angenehmer, wenn man eben nicht jeden einzelnen Ballen in der Bahn rausziehen muss und aufladen und so weiter und so fort. So. Ja, Empfindlichkeit muss ich auch ein bisschen runterstellen. Das ist mir gerade schon zu schnell. Gerade die Drehbewegung. Ich weiß nicht, ob das im Video so rüberkommt, aber die dreht da gerade zu schnell. Die Gabel ist ein bisschen. Ein bisschen zu schnell für meinen Geschmack. Kann man halt relativ schlecht dann wirklich fein justieren, dass das Zeug auch sauber da liegt, wo es soll. Das ginge auch weit feiner mit dem Joystick. So, komm. Schnell hier reinziehen. Perfekt, genau. Ja, wird doch ein ganz netter Steper voll hier. Ist doch optimal. Gut, dass wir schon wieder uns selber ausgehoben haben, so wie ich das sehe. Der Fan stand irgendwie gerade anders. Und nicht so schräg zu uns. Und abschüssig stehen wir auch noch. Das ist natürlich immer gefährlich mit Baumstämmen, weil die rutschen dann gerne nach hinten raus, wenn man so ein bisschen abschüssig mit dem Heck steht. Das war gerade beim IT Runner ganz extrem. Da ist eigentlich alles rausgerutscht, was nur rausrutschen konnte. Und vor allem, da wird zwar auch beim Aufladen dann vom Container ist dann fast alles rausgerutscht. Das war halt mega, mega, mega nervig, wenn man das in kleinster Byte aufgeladen hat und dann ist alles rausgerutscht. Zange, machst du mal zu? Ja, danke. Nicht, dass der Baumstamm hier noch rausfliegt. So, ich glaube, mit dem Kleinen lassen wir es jetzt aber erstmal und fahren mal einmal verkaufen. Ich möchte nämlich wissen, was ich ungefähr dafür krieg. Und das dürfte man in der Folge auch noch schaffen. Oder? Ach nee, laden wir voll und in der nächsten Folge gehen wir dann verkaufen. Dann können wir nämlich vielleicht sogar den Kran mal ausprobieren. Also brauchen tut man nicht, aber wenn es ihn schon gibt, kann man ja mal ausprobieren. So, komm, runter. Und dann gibt es hoffentlich die große Kohle. Ich bin echt gespannt, wie sie an der Preisschraube gedreht haben. Ich habe bis jetzt normales Stammholz regulär noch nicht verkauft. Also im Singleplayer, im Multiplayer ist es ja eben auch anders verrechnet worden als mit den Standardpreisen. Von dem her weiß ich das gar nicht. Uiuiui. Viel Gewicht weit draußen. Da kippt er schon mal. Ein bisschen. So. Jetzt noch die beiden hier schön drauf bringen und dann wäre es eigentlich, glaube ich, eh ziemlich gut. Genau. Und wir sind nämlich dann auch ziemlich gut mit ein Part.
würde ich fast sagen. Aber jetzt da. Hallo? Ah, falsche Richtung vom Joystick. Jetzt haben wir es. So, dann einmal hier runter. Hier noch. Ja, R drücken. So, perfekt. Jetzt ziehen wir den noch gerade. Ups. So, ein bisschen gerade hier hinstellen. Und dann gibt es noch ein Thumbnail und dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und ja, bis dahin. Ciao, ciao.